Was geht ab, Leute? Sane's wieder da mit einer kleinen Mini-Theorie. Und zwar, wir haben in One Piece den Davy Backfight gehabt. Dieser Kampf ist benannt nach Davy Jones, einem Piraten, der so geizig war, dass er alle Schätze seiner Crew in einen Spind geschlossen hat, so dass er vom Teufel dazu verdammt worden ist, ein versunkenes Schiff für immer zu schrubben und alle versunkenen Schätze in seinen Spind zu verschließen. Könnte da was Wahres dran sein? Als Teufel werden im Allgemeinen die D-Leute bezeichnet. Könnte er vom D-Clan bestraft worden sein, für immer auf die Pluton aufzupassen? Könnte es sein, dass die Pluton nicht gefunden werden kann, weil diese auf dem Grund des Ozeans liegt? Oder ist Davy Jones möglicherweise Joy Boy? Es gab nämlich eine Sängergruppe namens The Monkey, deren Sänger hieß Davy Jones. Monkey Davy Jones. Monkey D. Jones. Der Wille des Davy Jones. War er derjenige, der vielleicht zuerst die Teufelsfrucht aß? Ist er im Meer versunken, weil er nicht mehr schwimmen konnte? Das ist nur eine kleine Spekulation, vielleicht findet ihr auch noch mehr raus. Und ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, Daumen nach oben, kleines Abonnement, ein Klick auf die Glöckchen, auf das Glöckchen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut wie immer richtig, richtig rein. Ciao. Shut your mouth!